Die Ziele eines Insolvenzplanverfahrens. Das sind die Gründe für einen Insolvenzplan. Schönen guten Tag, meine Damen und Herren, und herzlich willkommen bei Videochannel der Krauss-Gelder-Rowinski-Anwaltskanzlei. Ich bin André Krauss, ich bin Fachanwalt für Insolvenzrecht und ich bin mit meinem Team spezialisiert auf Entschuldungsfragen. Und in diesem Video geht es um die Ziele des Insolvenzplanverfahrens. Das erste Ziel des Insolvenzplanverfahrens ist die Restschuldbefreiung. Sie verlieren alle ihre Schulden gegenüber allen ihren Insolvenzplangläubigern. Das zweite Ziel eines Insolvenzplanverfahrens ist der Pfändungsschutz. Sobald das vorbereitende Insolvenzverfahren eröffnet wird, gibt es den sogenannten Pfändungsschutz. Das bedeutet, die Gläubiger können gegen sie nicht mehr vollstrecken. Das dritte Ziel eines Insolvenzplanverfahrens ist es, eine Insolvenz zu vermeiden. Nach einem erfolgreichen Insolvenzplan wird ein Insolvenzverfahren eingestellt. Damit komme ich auch zum vierten Ziel, das ist eine schnelle Entschuldung. Durchschnittlich dauert die Durchführung eines Insolvenzplanverfahrens ein Jahr und danach tritt normalerweise die Entschuldung ein. Das fünfte Ziel eines Insolvenzplanverfahrens ist es, sich mit den Gläubigern zu vergleichen, obwohl sie den Gläubigern eine besonders niedrige Quote anbieten, obwohl sie besonders viele Gläubiger haben oder obwohl ihr Schuldenstand sehr hoch ist. Und diese Möglichkeit, die bietet Ihnen die sogenannte Kopf- und Summenmehrheit in Verbindung mit dem Abstimmungstermin, der bei einem Insolvenzplan stattfindet. Diese Verfahrensbesonderheiten bieten viele taktische Möglichkeiten, die man bei besonderer Verhandlungsführung mit den Gläubigern auch ausnutzen kann und so bewirken kann, dass möglichst nur die Gläubiger überhaupt abstimmen, die auf Ihrer Seite sind und damit nur die Gläubiger auch eine Kopf- und Summenmehrheit bilden. Ich hoffe sehr, dass Sie dieses Video informativ und aufschlussreich fanden. Wir haben für Sie eine Menge juristischer Informationen zum Insolvenzplan auf unserer Webseite bereitgestellt. Und wenn Sie uns eine persönliche juristische Frage stellen wollen zum Insolvenzplan, können Sie uns gerne über unsere Webseite kontaktieren. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und gerne bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen.